Ja, Fashion Hall bedeutet viel mehr als nur Fashion. Fashion Hall bedeutet Kultur, Nachhaltigkeit, ja, Upcycling, Recycling, alles wichtige Themen. Neben mir die Dame, die all diese Begriffe vereint. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, ich bin Berlin meets Wroclaw und ich mache Global Cultural Exchange, kulturellen Austausch im ganzheitlichen Sinne schon seit über 35 Jahren. Für mich ist es ganz besonders wichtig, dass man nicht nur durch Fashion zeigt, dass man unsere Umwelt und Natur schützen kann und somit auch alle Herzen erreichen kann, sondern auch Künstler, die zu mir finden, wie zum Beispiel mein Artist Blasix aus Argentinien und meine Designerin Fiorelli aus Argentinien as well, die genderneutrale Mode und nachhaltige Mode erschafft, damit wir auch über Kunst, Kultur, Musik, seine Band Papillis spielt auch zu unserem Catwalk. Und für mich ist es immer besonders, Menschen zu inspirieren, nicht zu doktrinieren, indem man es vorlebt, was bedeutet Kunst, Musik, Fashion in einer Kombination. Und das ist, weswegen ich mich nicht nur hier in Berlin, sondern auch in Wroclaw, Breslau, in Polen, in der Ukraine, in Russland, in der Türkei, in Kuba, in Portugal, überall Malta einsetze, damit die Menschen hier bei uns in Berlin die Plattform der Fashion Hall nutzen dürfen und können, um sich in ihre Unique Art zu präsentieren. Und da möchte ich sagen, mein Künstler Blasix kann viel mehr noch dazu sagen, was er zu seiner Ausstellung feiert und unserer Ausstellung, Installation, die wir hier haben, noch dazu fügen möchte. Vielen, vielen, vielen Dank. So, now up to you. Tell us something about you and about your art. Well, hi, I'm Blas from Argentina. My art is called Fight, this exhibition. Is I put this name, this exhibition, but I think it, all my art is a fight because it's a fight between what we are really and what the society wants to we be. And, you know, like these kind of bodies and sad faces. All the bodies are the same. I don't understand what these bodies are always down. And that is what I want to break with my art. Female, male, for me is the same. For example, these bodies are the same. And always the faces too are like, you don't know if it's a woman, it's a man, and this is what I do. So thank you very, very much. It's nice to meet you. Und auf einen sehr schönen Abend. Danke euch.